Hallo, mein Name ist Roland Weber, Produktmanager für Komponenten bei Rosenbauer. Heute stelle ich euch den multifunktionalen RTE-Robot vor. Der RTE-Robot ist ein multifunktionaler Allrounder, der Blaulichtorganisationen in unterschiedlichsten Einsätzen unterstützen kann. Seine kompakten Abmessungen entsprechen in Breite und Länge einer Europalette und so kann er mit jedem Logistikfahrzeug problemlos transportiert werden. Trotz dieser kompakten Masse überzeugt der Robot mit über 600 Kilogramm Nutzlast. Doch nicht nur bei Transportaufgaben leistet er wertvolle Dienste, auch als Helfer bei der Brandbekämpfung. Er kann in gefährliche Bereiche zum Erkunden und Löschen fahren, dabei werden Einsatzkräfte nicht gefährdet. Drei Bausteine machen den RTE-Robot einzigartig: das von Rosenbauer selbst entwickelte Chassis, die Fernbedienung und die Modularität. Herzstück ist das Chassis mit elektrisch angetriebenem Kettenfahrwerk, integrierter Beleuchtung, Blaulicht und akustischer Warneinrichtung. Neben der Standardabmessung mit 1200 mm Länge und 800 mm Breite gibt es eine breitere Variante mit 1070 mm. Am Chassis können entweder ein Nutzlastmodul 1200 x 800 mm oder zwei Module 540 x 800 mm befestigt werden. Bei der Bedienung ist Einfachheit Trumpf. In der Basisvariante hat die Fernbedienung einen Joystick für Fahrmanöver. Der Robot ist damit kinderleicht zu steuern. Für den Einsatz als Löschroboter gibt es einen zweiten Joystick. So kann man fahren und zugleich den Werfer steuern. Es gibt auch eine Variante mit 3,5 Zoll Display. Dort werden dann die Bilder der beiden Werferkameras angezeigt. Die Modularität unterscheidet den RTE-Robot von anderen Geräten. Standardmodule sind zum Beispiel 4 Module mit Wasserwerfer für Leistungen bis 3500 Liter pro Minute. Ein Modul Überdruckbelüftung, ein Transportmodul für Rollcontainer in zwei verschiedenen Varianten und eine riesige Bandbreite von Aufbaumodulen auf Basis der Rosenbauer Rollcontainer. Außerdem können mit dem Standard-Chassis alle Nutzlastmodule elektrisch unterstützt abgesetzt werden. In einer Minute sind so bis zu 600 Kilo abgeladen und ein anderes Modul wieder aufgenommen. Man sieht, der RTE-Robot kann die Feuerwehr in jedem Einsatzfall unterstützen und das macht ihn so einzigartig auf dem Markt.